irgendwie so läuft, dass er Frank abhauen lässt und holt sich jetzt selber die Bücher. Habt ihr gerade auch gesehen, dass der Krankenwagen da gehüpft ist? Guten Tag, Sir. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Toller Tag, was? Aha. Ja, absolut. FBI wird wieder alle Hände voll zu tun haben, einen Flughafen voller Leichen aufzuräumen. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ja, meinst du mich? Meinst du mich? Meinst du mich? Ich würde jetzt einen mit Kuh verpassen, aber ich will hier keinen Ärger. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte folgen Sie mir. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Ist das jetzt die Morellos oder was? Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Angel. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Kapitel abgeschlossen. Omerta. Wo haben sie jetzt drei Leichen hergekriegt? Naja, egal. Reiche Leute besuchen. 1933. Es ist jetzt 3 Jahre her, seitdem wir bei der Mafia eingestiegen sind. Ist schon mal gut zu wissen. Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gelotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gelotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safeknacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten?
Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, fliegen. Wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Dass immer der Hauptcharakter, dass immer deine eigene Spielfigur in solchen Spielen fahren muss, obwohl es jetzt eigentlich sein Auto ist und er gibt dir sogar freiwillig den Schlüssel. So, Anwesen des Staatsanwalts, das ist natürlich ganz da oben in Beach Hill, ja. Parli in antichia di siciliano? O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. Sprichst du überhaupt Sizilianisch? Ich kann kein Italienisch. Apposto. Hai capito? O piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire in inverire. A cacciaforti sta a regio un guaccio no primo piano. Tu rammi in anticchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Minchia. Kann man den irgendwie abschalten? Muss ich mir jetzt die ganze Zeit Italienisch anhören? Ich meine. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì. Faccio io. Rabriri cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Ist ja wieder herrlich. Tolle Aussicht hier oben. Da ist dieses riesige Hotel wieder, ja. Hier läuft gleich mal ein Polizist rum. Also die Mission weiß ich jetzt noch. Die Mission war auch im 1er Classic so drin, dass du hier oben in diese reiche Villesiedlung fahren musste. Ich glaube, das Haus vom Staatsanwalt ist natürlich genau das Größte hier am Ort. Genau das da. Und wir schleichen uns jetzt hier über die Garde irgendwie von hinten rein. Ecco. Ce la siamo gioco. Ehi, passato un muro. Un giardino. Was? Lo faccio vedere. Mi stai picchiando per fissa. Oh, ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Schüsse werden den Alarm auslösen. Okay. Drüben war nochmal ein Ausrufezeichen. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Das hat der andere gerade auch schon gesagt.
Vor allem, warum patrouillieren die Leute auch durchs Labyrinth? Macht doch hier gar keinen Sinn. Oh, da ist die Statue, da komme ich gar nicht raus. Komme ich überhaupt irgendwo raus? Oder muss ich über Ding? Okay, ich kann nicht über die Hecken klettern. Ah, alles klar. Das heißt, ich muss... okay, also muss ich mir jetzt tatsächlich echt ein Ding... erst den Weg hier raussuchen. Und dann hier rum und dann darum und dann... Lirum Larum Löffelstiel, ja. So, und jetzt sind wir draußen. Hier geht's gerade weiter. Jetzt sind wir hier noch zack, zickzack gelaufen hier. Zicke Hühnerkacke. So, jetzt wo ist die andere Wache? Oh. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth! Ja, super. Okay. Gut zu wissen, ja. Ey, Passato, Omoro, Ujardino. Oh, ein Labyrinth. Sì, Ujardino Torcioniato. Bleib hier, ich schalte die Wachen aus. Non lo sapia, in America c'è un giardino. Dann ist doch aber auf der anderen Seite ist bestimmt auch ein Ausgang. Ja, auf der anderen Seite ist auch ein Ausgang. Wenn man der Minimap trauen darf, dann komme ich da drüben bei dem auch raus. Und dann hier wieder links und da wieder rechts und dann kommen wir hier raus. Okay. Wo ist die andere Gelbbauchunke hier da? Oh, nice. Ich glaube, das waren alle, oder? Hier liegt noch wieder was am Pool. Ah, ne, hier drüben ist noch wieder einer. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth. Hä? Ach, da hinten. Okay. Jemand ist mit uns hier im Labyrinth. Er sieht mich nicht mal mehr, aber schießt einfach mal so quer durch die Hecken. Na. Okay. Also die sehen mich auch über eine ganz große Distanz. Passato Homo. Was? Passato Homo, ja genau. Ein Labyrinth. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Es gibt also insgesamt 6, okay. Die 4 unten weiß ich jetzt. Und dann ist einer links bei der Statue und einer rechts bei der Statue. Hier in
Oh, der hat auch eine Schrotflinte. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht frei. Und ich erst. So. Einmal er hier. Ach, hier ist ein... Oh, das sehe ich jetzt erst, weißt du, hier ist ein Loch im Ding. Hier ist ein Loch in der Hecke, da könnte man drüber steigen. So. Aber das lassen wir mal. Wir nehmen denselben Weg wieder wie vorhin. Lassen wir hier nicht direkt in eine Falle reinlaufen. Richtig schöner Abend zum Rumstehen. Ja, alles klar. Legen wir den mal vorsichtshalber hier unten hin. Ja, da war nämlich wieder einer. Wo ist er? Da hinten steht er. Kommt er jetzt hier rüber, weil er mich gesehen hat, oder? Wäre jetzt wahrscheinlich genau die Idee, den anderen da auszuschalten. Der geht nämlich gerade von uns weg. Und der geht jetzt nämlich wieder von dem weg, wo er uns gerade gesehen hat. Natürlich, ja. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Er geht so in die Richtung und genau in dem Moment, wo ich rauskomme, knallt er los. Weißt du, das ist... Ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Passado, Omoro. Oh, ein Labyrinth. Sei, un giardino intorcionato. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Kaffee ist leer. Okay. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht frei. Und das war jetzt auch immer genau die Stelle, wo mich der andere gesehen hat. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Das sagt jeder hier drin.
Vielleicht hier noch wieder so eine Schleichpartie. Das sind dann wieder so die Dinger, wo ich dann sage, so, das hasse ich in solchen Spielen, wenn du dann so elendig lange Schleichpartien hast. Richtig schöner Abend zum Rumstehen. Kommt das schon? Ah ja, schon gerade an mir durch, ja. Okay. Jetzt guckt er nämlich in die Richtung. Hoffe, er sieht unseren Schuh nicht. Jetzt geht er dann nach hinten. Der dreht sich nicht um, gell? Der bleibt da stehen und jetzt geht er gleich wieder in die Garde rein. Jetzt guckt er erst wieder hier rüber. Geht er nämlich in die Garde rein. So. Legen wir nur mal ganz vorsichtshalber nur hier drüben ablegen, weil ich mir nicht weiß, wie lange der andere da. Hockt der andere jetzt? Der andere hockt jetzt ganz da drüben, an dem Garten. Und er hat schon wieder gesehen, ja, da drüben, da ist er. Guckt er in den Pool neu. Läuft jetzt wieder in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt läuft er nämlich wieder in die andere Richtung. Bleibt er da wieder stehen. So, jetzt müsste es funktionieren, oder? Jetzt haben wir eine. Ich glaube, das waren alle. Salvatore, wo bist du? Alles sauber. Domi, io qui. So, hier liegt nochmal was. Super Science. So. Wo ist Salvatore? Wo zum Teufel ist er hin? Der Typ nervt. Jetzt kommt er auf einmal von da hinten. Das ist gar kein Pool, das ist ein Teich. Nee, sei uno tosto, du, eh? Was? Was bist du denn für ein Einbrecher? Wonach? Da Vinci, Caravaggio. Du capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Okay, ich verstehe. Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen.
Erstmal schauen wir hier drüben hin, weil hier liegt schon wieder ein Ding, ein Sammelgegenstand. Dime Detective, okay. Da ist nochmal eine Zeitung. Empire Bay Mob Boss mördert. Oh, ist das... Der berüchtigte Gauner Tommaso Moretti wurde am Donnerstagnachmittag vor seinem Anwesen in Empire Bay als einziges Opfer einer zweifellos von Rivalen der Unterwelt platzierten Autobombe gehüllt. Die Einwohner hoffen, dass Morettis Tod in einer Bandengewalt oder die Stadt der letzten Monate erschüttert hat. Sein Tod wird kaum betrauert werden. Ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, er nimmt das Gewehr. Hier ist nur Wand dahinter. Hier ist auch nochmal irgendwas. Amerika wird nicht der Versuchung erliegen. Die Prohibition darf nicht aufgehoben werden. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein ordentliches Wesen folgt. Lasst euch den Geist erfüllen. Aha. Okay, da steht nur ein Flügel. Ist hier ein Bild? Hier ist nochmal ein Bild. Okay, wir müssen ja auch noch irgendwas suchen, was wie ein Arbeitszimmer aussieht, oder? Haben sie doch gesagt. Oh, hoppala, die Stühle fallen sogar runter. Okay, das ist eine Küche. Das sieht auf jeden Fall nicht nach Ding aus, nach Arbeitszimmer. Dann wird das hier das Esszimmer sein. Hier ist eins. Nur Wand. Lass mich raten, hier hinten sind wir jetzt. Da ist nochmal ein... Ja, genau, schön liegen bleiben. Ja, aber dann ist hier ein Gemälde irgendwo? Ne, hier ist auch kein Gemälde. Ja, dann suchen wir halt hier oben noch weiter. Es sieht doch wie ein Arbeitszimmer aus, oder? Ja, na also. Bravo. Oh, oh. Scusa. Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ah, und genau in dem Moment kommt natürlich... Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Alarm! Was? Mensch, du hast aber verdammt! Scheißegal! Komm jetzt, wir müssen hier raus! Vai, dietro, dietro! Sie sind bestimmt oben! Der Safe ist in seinem Büro! Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um Sie!
Schüsse gemeldet.